So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Box to Box. Heute mit einem Spieler, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass sein Team momentan Tabellenführer der zweiten Liga ist. In 15 Spielen hat er nämlich schon 13 Saisontore erzielt für Bielefeld. Gestern hatten sie Weihnachtsfeier. Das heißt, ich bin gespannt, wie fit er überhaupt ist. Fabian Klos ist heute mit dabei und hoffentlich auch schon wach. Ich versuche ihn einfach mal dazu zu holen. Ich kann ihn auf jeden Fall schon mal sehen. Also er hat seine Anfrage gestellt. Wach ist er. Hey. Hallo. Na, alles fit? Geht so. Wie Was war bin ich schon? die Weihnachtsfeier? Vielleicht die erste Frage: Wie lange geht eine Weihnachtsfeier bei Fußballprofis? Ich kann's nicht, kann nicht für jeden sprechen, aber bei uns ging sie gestern sehr, sehr lange. Wie läuft die ab? Also ist es so diese klassische Weihnachtsfeier, dass jemand so betrunken ist, dass er sich total blamiert, oder gibt es sowas nicht bei euch? Ist Gott sei Dank nicht passiert, ne. Also wir konnten es gestern dann noch verhindern, aber wir haben uns irgendwann dann auch ein bisschen abgeseilt und sind noch ein Stückchen weitergezogen. Okay. Wie ist es sonst so? Gibt es noch, was ist normal? So lange Ansprachen, die immer beginnen mit: Ich halte mich ganz kurz, und dann 30-Minuten-Vorträge. Sowas gibt es doch bestimmt, oder nicht? Das gibt's auch. Ich habe gestern gesagt, gestern habe ich wieder mal gemerkt, wie sich der Verein weiterentwickelt hat, weil wir tatsächlich gestern jemanden aus dem Fernsehen einfach da hatten, der zur Moderation eingeladen war. Also das Krass. war komplettes Neuland für mich auch. Okay. Nee, es klingt sehr professionell. Ja, also ich brauche das nicht. Und meinetwegen reicht es auch, wenn jemand sagt, guten Appetit und guten Durst. Und aber es ist ja ganz normal, dass es auf den Weihnachtsfeiern dann auch immer wieder noch ein bisschen Revue passieren lässt. Ja. Bist du prinzipiell jemand, der gerne feiert oder der so Veranstaltungen über sich ergehen lässt? Nee, ich kann ganz gut feiern. Aber muss zu den richtigen und passenden Momenten sein. Also ich bin jetzt ja auch schon in einem fortgeschrittenen Alter und so vernünftig, dass ich nicht mehr zu unpassenden Zeiten feiern gehe. Aber wenn man dann Herbstmeister wird und sonntags frei hat, dann bietet sich das an, dass man da auch mal ein bisschen länger feiert. Okay, hast du zum Beispiel jetzt schon Silvesterpläne, oder ist sowas bei dir spontan? Boah, Silvester ist für mich ganz unnötig. Also finde ich komplett überbewertet, habe ich auch jedes Jahr keine Lust drauf Ja. und bin ganz froh, dass ich da meinen Hund quasi als Ausrede benutzen kann, weil der oder die Kleine findet es nicht so geil, wenn so viel geböllert wird nachts und Ja. da kann ich mich dann mal ganz leicht rausreden, indem ich sage, ich lege mich mit dem Hund auf die Couch. Ich brauche das auch nicht. Also Kann ich verstehen. Jahreswechsel schön und gut, aber letztendlich ist es auch irgendwie so, dass da die Leute irgendwie die Party des Jahres erwarten und letztendlich ist es auch ein normaler Abend, wo man sich dann ein frohes neues Jahr wünscht nachts um 12. Ganz auch überbewertet, und es ist auch so ein unnötiger Druck. Aber Weihnachten, wie läuft das bei euch ab? Habt ihr da so immer die gleichen Routinen? Ja, Weihnachten ist natürlich Familie, ne? Ich hoffe, dass ich dieses Jahr in der Winterpause mal nicht krank werde, weil mir das ganz oft passiert, wenn der Körper dann ein bisschen runterfährt. Bei den Temperaturen, dass ich darauf krank werde. Ich hoffe, da bleibe ich verschont. Ansonsten ganz normales Weihnachtsfest, wie man es kennt. Keine Auffälligkeiten, würde ich sagen. Okay. Hast du, weil du die Herbstmeisterschaft schon angesprochen hast, Lust darüber ein bisschen zu reden, weil ihr seid Tabellenführer, 4 Punkte auf den HSV, es sind 7 Punkte gerade noch aktuell auf Heidenheim. Wie stabil fühlt sich der Tabellenplatz für dich an? Jetzt sag nämlich nicht dieses: Ja, ich denke von Spiel zu Spiel. Das ist nämlich diese, weißt du, diese Standardantwort. Aber wie fühlt sich's für dich Nee, an? ich bin sowieso nicht der Floskeltyp. Also ich sag eh immer das, was ich denke. Man merkt einfach, also wenn mir einer im Sommer gesagt hätte, dass wir auf der Weihnachtsfeier schon Herbstmeister sind, dann hätten ja hier in Bielefeld alle gesagt, boah, werd mal wach, Junge. Das wird nicht passieren in der Liga mit Hamburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg. Und ich habe trotzdem auch im Sommer schon gesagt, dass ich glaube und der Meinung bin, dass wir eine Mannschaft haben, die ziemlich gut ist. Und das haben wir in der Rückrunde gezeigt und haben uns dann auch gut verstärkt. Und neulich habe ich gelesen, das Wunder von Bielefeld. Für mich ist das kein Wunder, weil wir dafür echt uns einen Arsch aufreißen müssen. Und
Das fühlt sich einfach momentan sehr gut an. Und ich habe auch nicht das Gefühl bei uns, dass wir, also gut, es sind jetzt noch 2 Spiele bis zur Winterpause. Ich habe keine Ahnung, was in der Rückrunde passiert, aber momentan halte ich uns für so stark, dass wir nicht einbrechen, glaube ich. Hoffe ich. Wie essentiell für eine vollendete Fußballkarriere ist es für dich, nochmal erste Liga zu spielen? Ja, ich habe gestern gesagt, gut, da hatte ich auch schon ein paar Gläser Wein getrunken, aber ich habe gesagt, wenn wir das schaffen sollten, aufzusteigen, dann wäre das für mich, glaube ich, so, dass ich da viele Tränen vergießen würde. Ja, kann ich mir vorstellen. Und Umfeld ist gerade euphorisch aufgrund des potenziellen Aufstiegs oder hält sich das noch in Grenzen? Euphorisch teilweise. Was mich so ein bisschen, was ich merke, ist, dass ja, die Ansprüche sehr, sehr schnell gewachsen sind, aber auch bei uns selbst intern in der Mannschaft. Also man merkt schon so einen Punkt gegen Sandhausen dann vor 2 Wochen, was eigentlich vollkommen okay ist. Also du kannst ja nicht jedes Spiel gewinnen, aber dann fuckst du dich halt komplett drüber ab, ne? Weil du nicht oben geblieben bist. Und wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich müssen wir uns die Tabelle jeden Tag 20 Mal angucken. Und trotzdem ist es so, obwohl wir jetzt Erster sind, ja, sind wir immer noch unzufrieden irgendwie. Es ist ganz, also ich kann es schwer in Worte fassen, das ist ganz komisch. Du bist seit 2011 bei Bielefeld. Das sind 8 Jahre in Fußballerjahren, wahrscheinlich 80. Hattest du nie Wechselgedanken oder so? Ja. Du hattest nie Wechselgedanken. Doch, natürlich. Ach so, Also, du musst gerade. doch, doch, doch. Also das wäre ja auch, alles andere wäre ja gelogen. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ich habe nie drüber nachgedacht, den Verein zu wechseln. Ja. Mit Sicherheit gab es Zeiten, wo andere Anfragen rankamen, Angebote, wo es auch für mich, ich hatte auch mal eine Phase, wo es für mich hier nicht so optimal lief, wo ich dann auf der Bank saß. Und wenn ich da jetzt behaupten würde, ich habe da nicht drüber nachgedacht, den Verein zu wechseln, dann wäre das gelogen. Aber habe mich dann eben auch immer wieder bewusst dafür entschieden, hier zu bleiben. Ich stelle mir das voll schwierig vor, weil als Profi dir wahrscheinlich 500 Leute erzählen, was du machen musst und wohin du wechseln solltest. Wie ist es bei dir? Naja, ich habe ein paar Leute, auf deren Meinung ich auch Wert lege. Und ich bin, glaube ich, Gott sei Dank clever genug, da zu selektieren und die Meinung filtern zu können. Hast du eine Person, die dich in Karriereentscheidungen irgendwie am meisten inspiriert oder auf deren Meinung du am meisten gibst? Also ich weiß, dass mein Papa sich immer zurückgehalten hat, was das angeht, und immer gesagt hat, du wirst es schon machen, du wirst schon die richtige Entscheidung treffen. Aber ich habe seit 9 Jahren auch einen festen Berater mit Kai Michalke, der mittlerweile auch einfach ein Freund ist und der eben auch sehr viel Erfahrung hat, Ja. was Profifußball angeht. Und dessen Meinung habe ich mich immer blind verlassen, weil ich auch wusste und immer das Gefühl hatte, der will nur das Beste für mich. Bist du generell jemand, dem es leicht fällt, Entscheidungen zu treffen? Kommt drauf an. Okay. Also wenn ich musste genauer nachfragen, wenn es darum geht, was ich heute Abend essen will, fällt mir das leichter zu entscheiden als etwas Wichtiges in meinem Ja, Leben. aber es gibt ja grundsätzlich entscheidungsunfreudige Typen. Weißt du, wie ich meine? Also, ich Ja, zum Beispiel, mir fällt es wahnsinnig schwer, ich kann mich wahnsinnig schnell verunsichern lassen. Das ist immer, also es ist nicht wirklich stabil. Aber es gibt ja Menschen, die entscheiden das und Punkt. Und wo würde ich mich also eher ich einordnen? glaube, da würde ich mich eher als entscheidungsfreudig bezeichnen. Also wenn ich was für mich entschieden habe, dann ist es vielleicht nicht immer die cleverste Lösung, aber die ziehe ich dann trotzdem durch. Okay. Also ja, wenigstens Man kann könnte auch sagen, Sturkopf, ja, kann man ich. auch sagen. Okay. Findest du es schade, dass heutzutage, dass es so besonders ist, dass so, wenn man als Fußballer lange in einem Verein bleibt? Es ist ja die Entwicklung, leider. Also wenn ich überlege, ich will nicht wissen, was manche Zweitligaspieler mittlerweile auch verdienen bei größeren Vereinen. Wenn ich überlege, wie sich die Gehälter entwickelt haben, ist ja Wahnsinn. Und dann glaube ich, ist es auch irgendwie menschlich. Nur wenn man dann auch mal drüber nachdenkt, vielleicht dem Ruf des Geldes so ein bisschen zu folgen. Also ich habe hier nie schlecht verdient, da brauchen wir nicht drum rumreden. Es wäre auch gelogen, wenn ich das behaupten würde. Ja. Aber ich glaube, ich bin einfach jemand vom Typ her, der so diesen Wohlfühlfaktor extrem braucht, um gute Leistung zu bringen. Und da wusste ich, dass ich das hier habe.
Und das wollte ich ihm auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Könntest du dir vorstellen, deine Karriere bei Bielefeld zu beenden? Ja, es wird ja passieren. Also ich kann ich mir, weiß kann mir nicht nicht, wie lange vorstellen. du spielst. Es ist ja noch, das geht alles. Ja, aber nee. Ich glaube, das wird hier zu Ende gehen. Okay. Hast du Lust auf die schnelle Fragenrunde? Mach. Dann lass uns das kurz machen. Wir fangen ganz klassisch an mit, was wärst du geworden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Boah, die ist fies, die Frage. Keine Ahnung. Ich hätte irgendwas machen müssen, worauf ich wahrscheinlich nach ein paar Jahren keinen Bock mehr gehabt hätte und hätte mir was Neues suchen müssen. Aber weiß ich nicht. Ich habe ja damals eine Ausbildung in der Bank angefangen und da kann ich zumindest sagen, das wäre nichts für mich gewesen auf Dauer. Du hast mit 18 noch in der Kreisliga gespielt. Was vermisst du am Kreisliga-Fußball am meisten? Die Mannschaftsabende. Aber die gibt es auch in der zweiten Bundesliga nur seltener. Was vermisst du nicht am Kreisliga-Fußball? Die älteren Herrschaften, die sich von jüngeren Spielern auf den Schlips getreten fühlen und dann auch mal gerne hüfthoch die Sense auspacken. Ja, ich hätte jetzt irgendwie sowas wie Trikot waschen oder sowas gedacht. Weiß ich gar nicht. Das war in der Jugend, glaube ich mal, dass wir die Trikots mitnehmen mussten. Ich glaube, das haben wir in der Kreisliga gar nicht mehr gemacht. Ach so, bei uns war... Verwöhnt. Ja. Ganz verwöhnt bei uns, ja. Nee, ernsthaft? Bei uns und zwar alle Trikots vom kompletten Team mitnehmen. Ja, das war in der Jugend so, aber ich glaube, bei den Herren haben wir es nicht mehr gemacht. Ich glaube, da hatten wir jemanden, der die immer gewaschen hat. Okay, Luxus. Aber ja, gut, gegen eine Kiste Bier und eine Bratwurst, ne? Okay. Ja, klar. Thema Weihnachtsgeschenke. Eher Gutschein oder eher selbstgebasteltes? Definitiv Gutschein. Last-Minute-Einkauf oder schon alle Geschenke besorgt? Ich bin sehr organisiert, was das angeht. Also Last-Minute gehe ich nicht los. Okay. Welches Talent außer Fußball hättest du gerne? Hätte ich gerne? Mhm. Ich würd gern ein Instrument spielen können. Welches? Am geilsten ist, glaube ich, Schlagzeug, aber es ist, glaube ich, auch echt schwer. Ich glaube, es ist sehr schwer. Ich habe echt Probleme mit so Hand-Fuß-Koordination. Okay, krass. Aber Schlagzeug ist blöd, wenn du alleine bist, oder nicht? Also, das wäre halt mein... Aber ich glaube, das macht Bock. Ich glaube, es macht einfach Bock. Okay. Ja, gut. Schlittschuhlaufen mit Lucien Favre oder Plätzchen backen mit Felix Magath? Plätzchen backen mit Felix Magath. Du kennst ihn. Ich habe ein Interview von dir gelesen, da hast du ein bisschen drüber gesprochen. Du warst, ich habe einmal bei ihm im Büro gesessen, ja. Okay, und wie war das Gespräch? Wie ist das persönliche Gespräch mit ihm? Ich habe Schweißausbrüche gehabt. Einfach, weil dieser Mann so viel... Der hat so was Krasses ausgestrahlt und ich war damals echt noch so ein kleiner Dorfjunge. Und es war heavy, auf jeden Fall. In welchen Alltagssituationen regst du dich über deine Mitmenschen auf? Und ich meine jetzt sowas mit zum Beispiel, um dem Beispiel zu geben, ich hasse es, wenn an der Einkaufsschlange die Leute keinen Abstand halten und sich so nah an dich dran stellen. Weißt? Und man dann noch vorgeht und die Leute nachkommen. Sowas ja. Mir fällt immer wieder extrem auf, dass ältere Herrschaften beim Straße überqueren denken, die Welt gehört ihnen. Das regt mich oft sehr auf, weil sie einfach überall und immer die Straßenseite wechseln. Ist einfach, Verkehrsregeln gelten für die nicht. Dein Lieblingsweihnachtslied? All I want for Christmas is you. Okay. Aber auch nur, weil ein bisschen Pep drin ist. Dann noch abschließend, weil zweite Liga klar ist, welcher Bundesliga-Verein soll Meister werden? Ich finde, dass Gladbach, wenn sie das so weiterspielen, dann würde ich mich, glaube ich, sehr für die Gladbacher freuen, wenn sie das am Ende hinbekommen, weil das auch ähnlich wie bei uns ist. Also hätte jetzt auch keiner mit gerechnet und auch das ist für mich kein Wunder, sondern ich habe gestern das Spiel gesehen, die machen es einfach gut und ich würde es denen gönnen. Perfekt, bin ich ganz bei dir. Das war's schon mit unserem kurzen Box-to-Box-Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Ja, fand ich auch. Schönen Sonntagabend noch. Ja. Dankeschön. Ciao. Ciao.